Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht es euch? Tragt ihr eine schwere Last? Ist sie sehr schwer? Ist die Last der Familie nicht zu ertragen und die persönlichen Probleme? Ich kann es keinem sagen, was soll ich tun? Die Last ist unertragbar. Seid ihr deswegen verzweifelt? Sehr viele geht es so. Die Last, die sie tragen, erdrückt sie sehr. Trübsal, Schmerz und Angst. Dies sind einige Arten von der Last. Auch in deinem Leben erträgst du eine gewisse Last. Die lässt dich nicht frei beten oder fröhlich zu sein, lässt dich nicht in Ruhe schlafen. Diese Last kommt dir immer wieder in Erinnerung und entnimmt dir all deine Freude. Daher gibt dir Gott folgendes Wort durch Psalm 55, Vers 22. Ergib dem Herrn deine Last. Er selbst wird für dich sorgen. Er wird dir helfen und zur Seite stehen und entnimmt deine Last. Wenn heutzutage uns eine Last erdrückt, suchen wir eine Person, an den wir beichten. Gibt es einen bestimmten Freund, an den wir unsere Last absetzen können? Wir sagen doch, die halbe Last ist mir entnommen. Dann suchen wir eine Person, unsere Last zu entnehmen. Wenn wir jemand dies sagen, fällt unsere Last ab. Der Herr sagt aber, überlasse deine Last mir. Mein Sohn, meine Tochter, übergib mir deine Last, sagt der Herr. Was machen wir denn normalerweise? Wir gehen in einen Gebetsraum und beten alleine mit dem Herrn. Wir beten, dass unsere Last von dem Herrn übernommen wird und dass wir befreit werden. Wir beten dann ernsthaft für mehr als eine halbe Stunde, um eine Erlösung zu bekommen. Aber die Last bleibt weiterhin auch nach dem Gebet bei uns. Auch die abgesetzte Last bleibt immerhin bei uns. Wir vertrauen dem Herrn nicht ganz. Die Last bleibt weiterhin bei uns. Der Herr sagt zu uns, übergib all deine Last auf mich. Heute, nachdem wir unsere Last abgesetzt haben, sagt der Herr, nun ist es meine Aufgabe, so ist es mit dem Herrn. Wenn wir was den Herrn beichten, sollten wir nicht mehr traurig sein. Das Beispiel von Hanna ist sehr hilfreich. Der Herr beichtete all die Last, die er ertragen musste auf Erden. Hanna betete sehr lange. Nach dem Ende des Gebets war sie nie wieder traurig. Was war der Grund? Sie übergab ihre Last dem Herrn. Er gab es ihr nicht wieder zurück. Was ist denn dein Problem? Obwohl du den Herrn es beichtest, denkst du immer wieder an das Problem. Warum leidest du denn immer wieder? Du hast es doch den Herrn gesagt. Es reicht, dass du den Herrn es sagst und danach musst du es vergessen. Nur wenn du den Herrn sagst, dass er dir helfen soll, wird er dir auch helfen. Daher übergib deine Last den Herrn. Vergiss all deine Probleme. Du musst in Frieden mit Freude immer sein, weil der Herr hat sein Leben am Kreuz für uns geopfert. Er trug unsere Last, damit wir frei sind. Daher sind wir heute frei. Nun sagt es dem Herrn Jesus, Herr, ich übergib all meine Last dir. Herr, ich habe so viele Konflikte und Probleme in meinem Leben. Ich übergib all meine Last nur dir. Ab jetzt habe ich keine Beziehung zu meiner Last. Erklärt zum Herrn, ich übergib meine Last. Er ist derjenige, der sich am Kreuz geopfert hat. Gib mir heute eine Befreiung und segne mich. In Jesu Namen beten wir Vater. Amen, Amen.